Hallo, jetzt kommt zur nächsten Folge. Guten Tag an alle. Hallihallihallöchen. Hallo Leute, gibt's Emotes bei Factorio? Nein. Emotes? Dann achso, nee. Stellt euch ein winkendes Männchen vor. Ich bin der blaue. Hi. Was geht ab? So. Digga, welcher Assi? Und warum ist dein Stream schon wieder so ein Müll? Bei mir lädt dein Stream schon wieder nicht. Ja, Stream ist super. Alles fein. Oh Mann, ich hab auch eine Dose, warte mal. Oh, haben wir das gehört? Sollte alles okay sein vom Stream, ja. Du hast Noise Cancelling. Nee, das ist wahrscheinlich mein Laptop. Man hat's nicht gehört. Ich habe auch eine Monsterdose geöffnet. Dein Handy oder was? Ah nee. Warte mal. Hm? Was denn? Ausrufezeichen heißt, sie kriegen wenig Strom oder was war das? Ja, Ausrufezeichen heißt, dass wir angegriffen werden. Das, wenn du drüber hast, dann siehst du auch, was da genau ist. Und wenn du draufklickst, dann schickt er dich an die Stelle, wo es gerade Probleme gibt. Nein, 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 nicht das Ausrufezeichen. Ich meine das, wo ich gerade drinne stehe. Bei dem Metallerz. Ja, das genau. Das heißt, dass da irgendwas nicht stimmt und ja, es ist Strom. Hast recht, ja. Also Strom generell wahrscheinlich, ne? Dass nicht genügend Strom generieren. Okay. Da brauchen wir mehr. Die kann ich so hier abbauen, weil die arbeiten eh nicht mehr. Ja. So. Wir müssen also mehr Strom machen. Jedenfalls, was sich geändert hat zur letzten Folge. Es ist jetzt eine neue Aufnahme, das heißt, wir sind eine Woche später und ich habe ein paar Sachen geändert. Und zwar folgende Sachen. Ich habe neben den Sachen, die wir letzte Aufnahmesession auch geändert haben, schon on the fly, habe ich jetzt geändert. Den Ausbreitungsabstand von Nestern von 7 auf 5 geändert. Das heißt, sie können sich jetzt auch näher ausbreiten, anstatt immer weiter zu gehen und dann irgendwann ist der Platz weg. Das heißt, jetzt können sie noch mehr auf engem Raum sein. Die minimale Gruppenstärke habe ich von 5 auf 10 erhöht. Das heißt, wenn Gruppen kommen, dann kommen sie aber auch dicker. Also doppelt so stark, besser gesagt. Ne, ist nur die minimale Gruppenstärke. Es gibt noch eine maximale Gruppenstärke, die habe ich jetzt noch nicht verändert. Die hatte ich letztes Mal schon gemacht. Genau, also Minimalstärke ist jetzt ein bisschen höher. Oh Gott, ja, man merkt, da sind sehr viele. Dann Feindbasenhäufigkeit von 2 auf 4. Das ist verdoppelt. Das heißt, die kommen häufiger vor. In der Generierung aber erst. Ne? Also jetzt nicht das, was wir aktuell sehen. Da verbreiten die sich, aber die Welt generiert nicht drüber. Das wird erst passieren, wenn wir weiter Gebiete erobern. Dann sehen wir auf jeden Fall, dass dort, wo jetzt schwarz ist, doppelt so viele Nester auftauchen wie jetzt. Und die Größe der Feindbasen habe ich auch von 2 auf 4 erhöht. Das heißt, die kommen doppelt so häufig vor und sind doppelt so groß. Neben dem, dass sie jetzt auch mehr sich ausbreiten und minimale Gruppenstärke größer ist. So, das sollte jetzt ein bisschen knackiger werden, ja? Das hört sich auf jeden Fall danach an. Ja. Ah, schön. Schön. Ich freue mich drauf. Ja, eines, was ich nicht mag, ist Langeweile. Na. Ja. Ja, so ein bisschen Struggle muss schon sein. Das muss. Ja, so ein ekelhafter, bisschen, wo man sich richtig durchbeißen muss. Ist auch ja, dann spiel League, ohne auf zu feeden. Na, League ist ekelhaft. Echt mal, Stefan. Das mittlerweile. Scheiß Feeder. Ich feede krass rein. Mittlerweile ist mir das ja auch egal, ey. Fuck das Game, ey. Ah, fuck lol. Fuck lol. Ja, also ich sehe auf jeden Fall, diese Nester hier, die gehen auf jeden Fall ganz schön gut auf den Sack gerade. Wenig Strom, okay. Da müssen wir nochmal beigehen, aber ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Muni, oder? Wir brauchen mehr Eisen. Stimmt, genau, mehr Eisen. Sönke, der Zug hast ist du unten. Bock? Hast du Bock, ich dass wir einen Nuklearangriff machen Strom und eben einmal diesen dann Bereich mehr hier Eisen rein wegnuken? Ja, die mal. So. Ja. Du weißt, dass wir letztes Mal gerade hier ein Eisen angeschlossen hatten, ne? Das ist nur noch nicht angeschlossen. Ja, das dann vergisst du den Vorschlag. Wir können aber die trotzdem raiden. Du kannst die auch hier rechts neben dem Eisen raiden. Das sind nämlich auch Riesennester und die gehen uns gerade konstant die ganze Zeit auf den Sack. Ah, scheiße. Wir haben da legit Eisen. Ist ja schon ein bisschen peinlich. Aber wir müssen das Eisen halt noch anschließen. Das haben wir gestern, letzte Woche gerade so noch gemacht. Ja, das war das letzte. Müssen wir jetzt hier mal was ranmachen. Ja, Strom ein bisschen erweitert. Ich mache das noch ein bisschen größer. Ich würde vorschlagen, dass wir hier vielleicht die Furnaces so hier oben machen. Also so dieses Viereck von unten nach oben. Das heißt, so eine Batterie aufbauen, die von unten einspeist durch die Züge und dann einfach nach oben alles weitergibt. Und oben dann das Eisen rauskommt. Muss ich mal ein bisschen lauter machen hier. So. Da müssten wir eigentlich dann genügend haben. Das ist Ofen. Habe ich noch die alten. Die alten habe ich auch nicht. Wenn die sich krasser verbreiten, wird's krass. Ja.
Weil ich dachte mir, okay, gut, ich kann jetzt nicht verhindern, was wir schon aufgedeckt haben. Aber ich könnte natürlich da noch ein bisschen mehr machen. Weil das ist Death World, ne? Und das, es fühlt sich zwar schon deffig an, aber es ist immer noch so ein bisschen auf diese Standardeinstellungen, die noch ein bisschen lapsch sind, finde ich. Wenn das so eine richtige Mauer ausweitet, dann finde ich es gut. Wo haben wir denn hier? Da. Hätte ich da jetzt schon... Ich baue schon mal den Bauplan. Blaupause. Blaupause. Blub. So, Strom wird erweitert. Verteidigung hier auch ein bisschen. Was ist nur los? Oh, die haben den ersten Turret, das erste Turret da unten kaputt gemacht. Ja, das dauert nicht mal lange, dann sind die durch. Shit. Ah. So, oh, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was haben wir da? Ja. Ist du auch alle auf elektrisch? Oh Gott, jetzt 1000 von denen hier. Wir haben noch keine elektrischen Öfen, oder? Nee. Wir haben Hochöfen. Wann bekommen wir die denn nochmal? Mit blauen Science. Die, dafür brauchen wir, für blaue brauchen wir, glaube ich, Öl. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Verteidigung. Ich klatsche noch ein paar Öfen hin. Klatsch die Öfen hin. Ich noch auf Tash. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch genügend Hochöfen, oder? Oh, scheiße, davon habe ich kaum. Was? So. Ah ja. Jetzt ja. 100 Stück in der Kiste. Davon haben wir jetzt welche. Kann ich 3, glaube ich, machen? Ich mache mal eben ein großes Area, ja. Mhm. Grüne Platinen, please. 1, so. Mal eben, ganz basic. Die Mauer wird ja ultra, aber. Das ist basic schick. Wie gesagt, dieses Neutral Evil. Und die ganzen anderen Dinger. What? So, lass mal einmal alles hier wegtickern, das brauchen wir alles nicht mehr. Wie ich. Aber der Zug fährt da schon? Ja, aber der wird halt noch nicht abgeladen. Hier ist Muni alle. Der wird bald abgeladen. Komplette rechte Seite ist Muni noch alle. Da sind wir, glaube ich, letztes Mal nicht zugekommen, da müssen wir mal schnell hingehen. Och, Stahlblech. Was fehlt mir denn? Ach, Öfen. Jetzt fehlt mir Öfen. Jetzt brauche ich einen Öfen. Ah, ja. Das ist kaputt gegangen. Da. Mit ein paar Radaren wäre das, glaube ich, nicht schlecht hinten. Rechts an der Mauer? Ja. Ja, setz ich hin. Yes. Ach, ist kein Strom hier. Starten wir keine Kiste. Nee, starten wir keine Kiste. Ja, Strom wird da später gemacht. Wird erweitert. Ja, hier rechts an der Mauer ist kein Strom, deswegen kann ich hier gerade keine Radar hinsetzen. Ja, es ist ein bisschen zu wenig Muni. Hier ist halt so viel los. Ich setze jetzt die Öfen hin als Mauer noch. Ja, komm. Am Ende scheitert es an der Muni. Ja, das ist. Muni ist halt die Hauptprio so, ne? Du, ich setze erstmal Holzkisten hin, okay? Anstatt Stahlkisten, die sind gerade voll teuer. Ja, lieber Holzkisten oder Eisenkisten, das wäre auch okay. Können wir immer noch upgraden. Yes. So. Bumm. Kupfer und Eisen. Weiter sein. Ja, 23 Erzeugung und 16 Bedarf haben wir gerade. Das ist jetzt nicht viel Puffer. As always. Eisen läuft wieder auf Hochtouren. Ja, Eisen wird immer weiter angegriffen. Wir müssen die Nester immer mal wegmachen. Sonst ist die Eisenressource bald weg. Ich mach ein bisschen Muni und geh dahin. Ich mach das hier kurz fertig und dann. Gehe ich da in den Krieg? Jawohl.
Oh Gott. Hier geht's aus. So, machen wir mal eben ganz simpel hier. So. Yeah, Eisen abgeladen. Gib ihm. Digga. Kommst du die mal? Ja, ich hab grad nur geguckt, dass alles so passt. Nimm doch Granaten mit, ne? Dann nimm du mal die mit. Warte mal, wieso geht das hier nicht durch? Bin ich grad besoffen? Das ist zu weit weg, oder was? Hä? Sadie, hier. Die oberen Tunnel. Die kleinen, die haben nicht so viel Reichweite. Dann musst du den quasi einen näher setzen und dann die ach, machen. Shit. Ja gut, das also so. Gerade eben ist es eh scheißegal. Ja, ich mach das gleich. Kümmere dich ruhig um, ich geh da gleich hin. Ich brauche Munition. Und anderen Bullshit. Das wäre so dreckig. Die Blueprints sind halt darauf gebaut, ich habe die nur downgraded, die sind halt auf Blau-Basis. Aber das haben wir noch lange nicht. Da passiert das immer. Schnell, schnell, schnell. So. Nehme ich mal gelbe Munition, weil rot ist gerade teuer. Ja. Und wir haben anscheinend eine Forschungsstation bei Sönke. Und Sönke ist unser Forscher. Macht gerade neue Technologie für uns fertig. Was macht der denn da? Ja, die neue Verteidigungs-Sortieranlage. Ja, also I try, aber ich kann nichts versprechen. Da ist die gelbe Munition. Wir werden nämlich sehr viel Front haben und ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir dann auch möglichst wenig überall verteilen, sondern dass es genutzt wird, weil wir haben echt wenig im Muni-Moment. Also wirklich wenig. Ja, ich habe 258. Das reicht erstmal als Verteidigung ein bisschen. Aber. Und zum Pushen haben wir auch. Und ich habe noch einen Fisch. Der ist selten. Stimmt, Fische sind auch ultra selten. Wir haben auch. Ne, im Teich ist keiner mehr. Also ich gebe dir einen Fisch für. Na gut, Diamanten haben wir hier nicht. Irgendeine seltene Ressource. Aber wir kriegen bald die erste Power Armor. Dann kannst du Energy-Schilde reinpacken. Oh mein Gott. Fast gestorben. Digga. Richtung. Hast du auch den Schaden erhöht? Nein. Ja, bist du da zu Fuß hingelaufen, ja, ne? Also den Schaden kann ich auch nicht erhöhen, weil das Vanilla ist. Da geht's kein nur Versuch. Nach Small, Medium und so weiter. Okay. Schmoll. Moll. Ist auch Schmoll. Scheiße, Alter. Ja, kacke, wir brauchen Strom hier drüben, ne? Soll ich das Blueprint hier verkackt oder was? Ich glaube, wir brauchen erstmal nur das Metall hier unten, dann geht's langsam voran. Stefan! Yes. Bin da. Knapp. Ich habe nur noch 150 Muni. Wie viel hast du? 258. Gott, das ist nichts. Ich habe auch nicht viel, ja, weil. Das ist nichts. Warte mal. Damit können wir die Nester nicht ausrotten? Tier! Fuck! Das ist ja. Nein! Das Glück, glaube ich, ja voll verschissen. Egal. Wird jetzt hässlich. Also. 100 Eisenplatten. Sadie müsste das schnell da oben machen. Was? Eisen? Ja. Ah, ich bin dabei. Weil das Metall ist halt wirklich das Problem. Gut. Stefan, wollen wir die versuchen umzubringen, oder? Nee, ich glaube, es sind zu viele. Nee, das zwei. Wir haben zu wenig und wir sind easy tot. Sönke? Das wäre ja Muni-Verschwendung unser. Hast du einen Blueprint für Muni-Herstellung? Ja. Ja. Sehr gut, dann können wir das gleich, sobald wir den Eisen nicht aufgestockt haben, mal in groß hinlegen. Die greifen gleich an. Ich setze da noch ein paar Öfen hin, wo wir Eisen holen. Und schmelze da besonders noch welche. Damit du on the fly mal eben neue Muni craften kannst. Ja, also an der Front ein bisschen Muni produzieren wäre schon geil. Wir haben ja keinen Transport bisher. Scheiße, Cedric, welche Taste war das nochmal, damit ich das aufteile? Steuerung. Nee, das wieso geht das nicht? Rechts- oder Linksklick? Linksklick. Und dann gedrückt halten. Also mit Steuerung Linksklick machst du einmal drücken den ganzen Stack rein, Rechtsklick den halben Stack und wenn du gedrückt hältst und rüberfährst, dann ist ja dieser Mod, dass er das gleich verteilt. Aber scheint ja nicht so ganz gut zu funktionieren, wenn nee, ein paar schon was drin ist, weißt du? Wenn die alle leer sind, dann hat das ganz gut funktioniert. Der platziert meine. Na fuck. War schon ein bisschen
Deine. Nimm mal aus den Tools alles raus und dann die rote Muni und Hafer mit Steuerung links gedrückt überall rüber. Nee, nee, das mache ich nicht mit rot. Ich mache das so mit gelber, weil die greifen gleich an. Unten rechts. Ja, okay. Da sammelt sich eine wütende Meute. Ich wollte einfach nur ein bisschen mehr dazu packen. Aber wieso packt ihr 200 in den ersten? Ich habe das doch schnell mit Linksklick. Ja, weil du musst gedrückt halten, bevor du über den ersten hoverst, weil ansonsten gilt dieser eine Linksklick noch von Vanilla, wo dein ganzen Stack reinknallt. Ach, bevor ich rüber hover, okay. Ja. Das gedrückt halten und dann rüber hovern und nicht über schon auf einem Turret sein. Das hatte ich auch noch letztes Mal rausgefunden. Ja, okay, das ändert alles. Das ändert alles. Diese Entdeckung ändert alles. Ja, das L für mich ändert das alles. Also. So, kommen die jetzt? Ja, da kommen die! Die Stinker. Hoch. Oh, ich... Schaffst du die mal. Warte, ich lock die mal hier hoch. Schaffst du die mal. Hey, Pisser. Stinker. Das reicht. So. Komm zurück, die mal. Ich komm. Ja. Ich repariere immer alles. So, die haben den ersten wütenden Mob verloren. Wir könnten eigentlich angreifen. Oh. Ah, kriegen wir noch hin. Beim Kupfer links, da war gerade eine große Meute, aber die wurde noch verhindert. Ah, Stefan, da oben bildet sich jetzt. Ich würde sagen, dass wir unten einfach angreifen. Aber ich habe keine Muni, Digga. Ich will eine Munitionsproduktion. Ja, dann nimm Muni von den Linken. Weg. Ja, von denen alle. Nimm die einfach weg. Wir müssen die hier wegmachen. Okay. Dann nehme ich die weg alle und dann let's go. Hinten ist bis jetzt noch nicht so gefährdet. Oh Gott, scheiße. So, chill. Ah, ist natürlich Nacht. Lass mal die obere Leute, Meute da kurz reinlocken. Ich habe keinen Bock, dass die mit angreifen. Ey, ihr Pisser. Ja. Okay, die kommen. Hey, Wichser, komm her. Hey, nur drei? Bin ich irgendwo auf Inserter? Ihr seid scheiße. So. Ja, aber da wird ja nichts in eine Kiste gelegt. Lass die da oben auch nochmal. Ja, nochmal ranlocken. Hm. Ey, Pisser! Oh! Wie schnell respawnen die eigentlich aus dem Dorf? Los, meine Türme! Bam, Junge! Ich spare meine gelbe Munition. Deswegen schieße ich mit Shotgun. Okay, lass uns die langsam von unten. Platziere mal kurz eine Mauer. Also so ganz, ganz leicht. Mach du hier schon mal. Ich gehe ein bisschen... Hey, Pisser. Okay. Das kannst du offen lassen eigentlich. Ja, die vier reichen erstmal. Gut, ich gehe unten. So, nochmal vorrücken. Oh, what the fuck. Oh, lalalalala. Du setzt Tower, ich mach Muni rein. Wollen wir das so machen? Ja, können wir machen. Ich habe 39 Tower. Das ist auch ein Plan. Wie viel Muni hast du? Let's go. Okay. Hier in die Frauen und let's go. Jawohl. Abhauen. Wir haben gerade sehr viel Muni verloren. Wie schnell respawnen die eigentlich? Oh nein. Wie schnell respawnen die? Die sind so schnell wieder da und wir haben gar keine Rüstung oder irgendwas, das uns... Ich mache jetzt eine Muni-Produktion, das ist irgendwie... Wenn die Turrets fast kaputt gehen, dann mach Steuerung Linksklick da drauf, einfach so, dann die Muni wieder rauszunehmen. Dann savest du zumindest die Muni. Gott, ey, das wird richtig krampfig. Ja. Also müsst ihr euch immer ein Stück für Stück vorarbeiten, sodass ihr eine Kontrolle darüber habt, weil ihr könnt halt nicht healen, ne? Sonst könnte man einfach reinrennen und gegenhealen, aber so. Ja, so mach. Ja. So kriegen wir nichts hin. Scheiße. Habt ihr Granaten dabei, sodass ihr damit zumindest die sprechen könnt? Oh. Weil die machen richtig gut Damage im Vanilla. Da sind ja nur noch Small und Medium Biter so. Da ich brauche Eisenplatten. Bin ich dabei? Hi. Wobei, ich glaube, hinten alles wegzureißen ist auch nicht so krass. Ja gut, du machst es nur ein bisschen dicker. Ja, Nehmen wir jetzt die ganze panzerbrechende Munition hier mit. Und aus der unteren Reihe. Oh, das ist gut. Kein Fließband. So. Okay.
Dann mach erstmal eine Fuhre fertig. Ich brauch nämlich Platten. Um irgendwie was zu machen. Kohle. Ah, okay. Ja. Und ein Arsch voll Eisen. Ja. Ein Arsch voll. Willst du einen Arsch voll haben oder was? Oh. Ja. Junge, deren Respawn-Zeiten ist doch gecheatet. Diese Scheiß Bot. Macht mir meistens Sorgen, dass wir die nicht schnell genug wegmachen können. Mhm. Dann kommen wir einfach nach. Hallo. Ah! Autsch. So, die neue Area hier ist gebaut. Das wird produziert, also die produzieren jetzt Eisen. Wir bräuchten halt rote Barrels, damit hier das Ding komplett auch hoffentlich in Anlauf geht. Ich habe ein bisschen overbuildet, aber sonst ist es in Ordnung. Manometer, Alter. Sönke, könntest du mal deinen Munitions-Blueprint teilen in der Bibliothek? Das bräuchte ich jetzt. Hab ich schon. Hier in der Kiste habe ich das. Ja, ohne Scheiß, Stefan, mach mal da eine Produktion kurz auf. Ja, mach ich gerade, Mann. Kannst du auch verändern, so dass das Background dementsprechend weg ist. Ich habe immer da einen Background hinter. Mhm. Sorry. Okay. Mache ich das hier wieder weg. Nehmen wir das hier und packen das mal in Spielbaupausen rein. So, jetzt hat's jeder. Spielbaupausen, Bibliothek, Spielbaupausen, Produktion, hier, ja die Kacke. Greifkammer. Na gut, dass es benannt ist. So, Kacheln weg. Oh, Haltkreise, Schaltkreise, Rohr. Wo ist denn das? Downgrade. Ist das so groß? So. Rote Muni, ja, das ist so. Boah, ich hätte. Ja, die nerven da ein bisschen. Ihr habt noch kein einziges Nest erlegt, oder? Nö, aber ich baue mich langsam vor. Okay. Die Mauern kannst du, glaube ich, auch weglassen. Wenn du genügend Turrets hast, dann sollte das reichen. Ja, ich fühle mich so sicher. Okay. Ja, kommt alle ran. Ansonsten hatte ich letztes Mal auch als Learning, du musst Repair Packs dabei haben. Und wenn ein Turret super gefokust wird von den ganzen, dann den einfach von der Entfernung her reparieren. Das ist eine Taktik, die du tatsächlich, aber. Okay. Oh. So. Die Eisenressource bei uns in der Base ist schon fast alle, ne? Da ist nichts mehr drin. Das ist komplett leer. Leer no! Reparier den Wichser. Kupfer auch noch. Kann ich eben ganz kurz hier herholen? Nein, wieso wird's dunkel? Ich sehe doch schlecht. Ich bin doch alt, Leute. Immer auf die Alten, ne? So, nur ein, hä? Voll viel Kohle dabei. Ne, hab ich nicht. Kannst du schon mal hier reingeben? So. Ja, ein bisschen Muni produziere ich, aber ich habe keine guten Sachen gerade. Was brauche ich denn dafür? Kupfer, ja. Ich hol Kupfer gerade. Ja, stimmt, für die Panzerbrechung brauchst du halt auch Kupfer. Ah, fuck. Okay. So. Oh, Repair Kits, ich hab kein Metall. Jan, kannst du dich einen Ticken ballen? Digga, Stress noch mehr. Du hast gesagt, ich soll erstmal an die Front kommen. Au! Ja, mir geht nämlich bald den Muni zur Neige. Ach Mensch. Ich bin sehr, sehr weit vorne.
Die greifen halt konstant an. Ah, komm nicht dazu. Aber macht das jetzt Sinn, deine ganze Muni da zu verbraten, wenn du nur ja, wenn, sehr... Ja, das ist ja das Problem. Wenn du gar nicht weiterkommst, dann jetzt. Lass es lieber. Weil wenn du... Verteidigen ist besser. Wenn du die halt nicht triggerst, dann kommen auch weniger. Weil nur die kommen, die quasi auch angreifen. Lass mir ruhig helfen. Nee. Hilf mir jetzt. Fick dich. So, scheiße, ich hol mir einfach noch mehr rote Muni von oben. Passt schon. Das war ja schon ganz gut. Bloß dann ist dem einen Töte die Muni ausgegangen, weil da wieder SCG nicht richtig funktioniert hat. Ach. Hier, warum ist hier 100 Muni drin? Müssen uns voll darauf konzentrieren, einfach nicht abzukacken jetzt, ey. Das passiert nicht, ne? Oh, ich kann ich ein paar Metalldinger nehmen? Ja, kannst du. Weil dann kann ich Granaten herstellen. 13 Stück, das reicht erstmal. Oder? Ah, ein paar mehr Eisenplatten. Danke. Okay. Ah, jetzt hast du Kohle, Stefan, rein zufällig. So doof, Alter, was? Nee, doch hab ich, oder? Ein kleines bisschen. Munitionskiste. Ach da. So, ja, reicht. So, die Base wird jetzt wieder mit Eisen beliefert. Ja, schön. Ich geh nochmal kurz aufmucken, weil ich ein guter Nachbar bin. Das läuft jetzt erstmal wieder ein bisschen. Aber die Base hat auch gute Lücken in allen Enden. Fehlt mir denn Eisen? Ja, die Schatze. Wir sind schon durch die Mauer gekommen hier oben. Oh Gott, oben ist alles kaputt. Fuck. Sogar Stahl noch, oh Gott. Ist das teuer, die rote Muni herzustellen, ja. What the fuck? Ja. Das ist echt teuer. Ich glaube, ich stelle erstmal nur gelbe her. Daraus kann man ja sowieso noch die rote machen. Ich stelle erstmal, Kann mein Charakter aufhören, die rote Munition da reinzupacken? In mein Schieß-Schlott. Dann haben wir wenigstens billige Muni. Du könntest eine gelbe Muni in deine Waffenslot reinmachen, dann wird da keine keine rote mehr reingepackt. Gut, was wäre denn das? Nicht mehr. Wir können ja gelbe zum Verteidigen benutzen. Sonst stell eine her, kostet ja nicht viel. Weil die ja günstiger ist. Und zum Pushen die bessere Muni halt. Und wenn wir upgraden halt auftauchen. Wenn es geht. Oh, ich kann 6 Repackets herstellen, sehr schön. Die brauche ich. Mal sehen. Muni wird jetzt wieder gut hergestellt. Das ist gut. In der Base. In der Base. In der Base, Base. Oder ich kann hier so eine Produktion machen für die Base. Ach, Kurva, die Snuts. Okay. Ja, ich hau ab. Hat gar keinen Sinn, hier alleine rumzupimmeln. Ja, warte lieber, bis du mehr Muni hast. Gegen 2. Oh Gott. Muss ich auch noch gleich mal seltenen Fisch essen? Doch nicht. Stahl holen. Ja, ich hab ja rote Muni, so ist nicht. Aber nicht genug, also oder? Ich hätte noch. Ja, nicht genug, dass ich 1700 Geschütze betreiben kann. Ja, dann lieber zurück und einmal eine große Menge holen und dann einmal reinhalten, anstatt mal so ein bisschen und gar nicht voranzukommen. Das fuckt so brutal ab, Alter. Die pushen auch genauso, dass er konstant was am Kacken ist, Alter. Aber seit ich eben erwähnt habe, dass wir jetzt wieder Muni produzieren, sind jetzt wieder 150 in der Kiste. Also das läuft hier. Hier sind auch gut Turrets in der Kiste, da könnt ihr euch auch welche rausholen. Mhm. Ja. Hier ist die Zahnradkiste. Oh Gott, Zahnradkiste, bitte, danke.
Zeug, jetzt habe ich genug Zahnräder, habe ich. Irgendwie Schiss, dass alles angegriffen wird von hier. Würde ich das. Ich meine, Zug, der. Ah, der fährt erst gleich los. Sobald er voll ist. Manometer. Hä? Wie kann ich denn einsteigen? Es kann nur einer da rein? Enter. Achso. Enter. Ja. Ach, mit Enter. Ja, pro Waggon einer. Ich habe auch den falschen Knopf gedrückt. Ja, lass einfach schon mal hinfahren. Das ist doch nicht ganz toller, was passt. Bevor ihr da ewig wartet, habe ich euch mal angestoßen, ne? Ja, ich hätte sonst selber gleich den Knopf gedrückt. Boom. Ach man, ich weiß, warum meine Muni immer weniger wird. Der Wichser packt die auch automatisch, wie gesagt, in den Gnadenslot. Und gelbe Munition hatte ich in dem Moment nicht. Ja, dann stell doch eine her, die kostet nur 4, brauchst du nur eine einzige. Da das auf dem Bein gleich laufen wird. Sehr wichtig, die Kacke muss ich immer dabei haben jetzt. Munition. Wo ist denn in der Dunkelheit nichts erkennbar, Alter? Ich hab 460 genommen. Ja, reicht nicht. Ich hatte fast 600. Rote Muni? Ja. Also ich hatte 500 irgendwas. 200 hat er wieder weggepackt, der Esel, deswegen hatte ich noch 300 irgendwas. Die aufgeteilt, die verballern sich schon sehr, sehr schnell. Ich versuche mit den Granaten. Ich habe sehr viele dabei, kannst eigentlich mitkommen. Können wir die mit Silvester knüllern? Geil. Knallern, wegknüllern. Moment, ich brauche nur noch Metallplatten. Mit den Granaten sollte es gehen. Ich mache mal ein paar blaue Inserter, das geht mir so auf den Sack, dass es zu lange dauert. Ja, okay, das Blueprint, das kann ich so vergessen. Das funktioniert so nicht. Welches? Das Blueprint von Sönke, das ist darauf aufgebaut, dass du blaue Underground Bears und rote Underground Bears hast und die untereinander weavst, aber das haben wir ja noch lange nicht. Das können wir also nicht nutzen. Dann muss ich ein anderes machen. Da greift jemand die Mauer an links. Ja, das. Ja, der ist die ganze Zeit schon dabei. Aber die Turtles haben Muni, das heißt, wenn er die Mauern irgendwann weg hat, dann kommt er näher und dann. Ja, ganz entspannt spucken die Scheiße voll, ey. Das heißt, ja, das ist ein sehr fleißiger, der wird zu eh nicht weit kommen. Ja, ja. Der ist schon lange dabei. Der ist einen Schritt davon entfernt, zerstört zu werden, ne? Da soll man schön die letzten Atemzüge noch genießen. Tschüss, Dima. Ja, ciao. Vielleicht sollten wir auch Military Production anfangen. Dann können wir uns mehr Schaden pro Projektil leisten, 20% mehr. Das wäre geil. Und wir können geil, dann brauchen wir weniger Muni. Ich glaube, wir können auch, ich weiß noch gerade nicht, wo die Technologie ist, aber wir können die Turrets auch selbst upgraden, dass die mehr Schaden machen. Und das supplementiert sich gegenseitig so. Militär? Ja. Was braucht man dafür? Kann ja selber nachgucken. Ah, Military Science ist gerade schon erforscht. Granate? Och, du Scheiße. Da ist alles ein Cocktail. So. Wo ist Turret Damage? Das gab's doch. Jetzt muss ich wieder runterlaufen. Stefan! Was denn? Bin ich denn verrückt, oder was? Oh, wir haben Montagemaschine 2 Assembler. Und Förderpumpe für Öl. Gab's das nicht, oder was? Ich sehe das hier nirgendwo. Hä? Gibt's das nur für Laser Turrets? Warte mal, oder ist das hier mit drin? Ah, das ist da mit drin, okay. Wir brauchen 300 schwarze Science Packs, dann haben wir das. Alter, das ist so krass, Mann. Ich werf die ganze Zeit Granaten in die Wichser rein und es spawnen die ganze Zeit welche nach. Das ist so krass. Junge. Wie viel machst du mit den Granatenschaden an den Würmern und Nistern? Kann man die damit vielleicht auch ein bisschen? Also an denen mittlerweile muss ich 2 werfen, glaube ich, um die zu töten. Ich bin gleich tot, Digga. Wie viel Muni hast du denn insgesamt dabei? Geh mal nicht weg. Geh mal nicht von den Turrets weg. Wie viel Muni hast du insgesamt? Die ist jetzt alle in meinem
Mein Turret. Ja, dann geht zurück. Unter 1000 Muni braucht ihr da gar nicht anfangen, irgendwas zu pushen. Ihr müsst ja auch was in die Turrets setzen. Fuck! Und am besten immer Rechtsklick auf die Turrets machen und nicht Linksklick. Also nicht 200 Stacks in die Turrets packen, sondern nur 100er. Also mit Steuerung Rechtsklick kannst du einen halben Stack, den du in der Hand hast, reinpacken. Dann kannst du es auf mehr verteilen. Aber ich würde schon so 1000 ansammeln und dann reingehen, weil dann kannst du immer noch 2-3 rein. Hey, Cedric, siehst du das, was ich hier für Schmutz gemacht habe? Ja. Soll ich das mal Ihnen sagen, wie das richtig war? Nein, ich habe es einfach nur gedreht. Also ist mir schon bewusst, was ich da gerade gemacht habe. Bloß das sah behindert aus. Dann weiß ich nicht, was du jetzt gerade... Nein, ich habe... Auf der rechten Seite haben die reingetan, auf der linken Seite haben die aus dem Zug wieder rausgenommen in die Kiste. Ach so, gefallen. Ja, okay, das ist natürlich super. Das wäre deutlich schneller beladen und wir haben deutlich schneller Muni. Ja, einfach mal so auf einen Seite rein und raus. Das ich steppe kurz mit ein, weil ich gleich aussteigen muss. Was? Du willst gar nicht mitkämpfen? Nee. Erst Warte erstmal auf meine Muni. Ja. Ihr verschwendet da sonst nur eure Zeit irgendwie, ne? Ja, das ist auch doof. Ich bin gerade mit Granaten rein, aber... Ich gebe mein Bestes. Ja, Granaten bringen dir aber auch so nix. Brauchst Money. Und Turrets. Genau, schwarze Science. Rote Money, Granate und Mauer. Könnte ich mich eventuell drum kümmern, dass ich das da hoch kutschiere gleich? Ja, ich glaube, ich werde erstmal nur das so weit bauen, dass wir dieses eine Upgrade machen können. Also brauchen wir das jetzt nicht erstmal automatisieren? Nee, ich würde es erstmal nicht machen, weil wir, glaube ich, die Muni dafür selber brauchen, statt dafür. Die nächste Technologie ist aber auch mit den Mitteln. Die gibt dann nochmal 20% mehr für 400 Packs. Okay, ich mache das aber erstmal manuell, also so ein bisschen gefuscht. Manuel! 150 brauchen wir, das heißt 150 Muni. Ja, das ist ja easy. Das kriege ich ja auch mit so hin. 150 Granaten brauche ich. Dima, hast du noch welche bei dir? Ich nicht. Ja. Danke. Brauche alles, was ich kriegen kann. Ich habe die nicht mal gesehen. Schon waren die weg. Adlerauge, sieht das. Ich glaube, ich mache rote Bänder. Wollen wir doppelte Geschwindigkeit bei Eisen zumindest? Ja, wäre schon sinnvoll, da ein paar zu haben. Ja, aber, ich mache das hiervon ab. Ja, aber letzte Kiste quasi auf 1 beschränken, ja. Wie meinst du auf 1? Ja, auf 1 laut. Dass wir da nicht... Wir nur 200 jedes Mal haben? Ja. Wir brauchen das nicht überall, wir brauchen das nur an manchen Stellen. Die sind recht teuer. Also die sind kosten aber nur Eisen. Das ja, ist ja. Gut. Eisen aber, haben wir jetzt. Aber 11, beziehungsweise aufgerundet 12 Eisen pro Fließband. Und die ja, klar, aufgerundet gelben, ist alles teurer. Und die das gelben kosten anderthalb, ne? Also das Zehnfache kosten die. Ich würde die Eisen lieber in Muni stecken, deswegen. Aber mach das ruhig schon mal auf klein, dass wir da was haben. Weil für die Eisenproduktion brauchen wir es definitiv. So, das Granaten habe ich genug. Jetzt brauche ich noch Mauern. Haben wir denn Mauern? Da unten. Achso, habe ich auch im Inventar. Zwei Mauern, das heißt genau 300 Mauern habe ich auch schon hier. Gut, ich habe alles. Jetzt brauche ich dann nur noch eben Assembler für machen. Fusche ich das mal hier richtig dreckig hin. So ein richtiger Expresso-Mensch. Und Höhle. Oh Gott. Oben ganz Katastrophe. Da müssen wir hin. Ja, ich habe noch 200 Muni. Ich renne da hoch. Das reicht mir. Granate! Ha! Ah, hast du schon gelöst, lol. Ja, einfach eine Granate reingeworfen. Boom. So, Problem gelöst. So. Fuck. Wo ist die Zahnräder am besten hin? Jetzt muss ich aber wieder 5 Granaten herstellen. 3 und das hier, so. Ja. Okay. Brauch mehr Muni. Ah, doch, müssen wir noch einstecken. Obwohl, das hier wäre, glaube ich, auch ganz gut. Yeah. Sprengstoff, Automobilität. Brauchen sehr viel bessere Muni. Das ist sehr wichtig. Wir müssen die Muni so effizient machen, dass wir wenig produzieren müssen. Ja,
Super wichtig. So. Nimmt jetzt am besten mal keine Granaten raus, die muss ich jetzt alle für Science aufwenden. Money muss ich auch mal eben dafür komplett nehmen. Boah, das Tor ist erforscht, krass. Ja, habe ich gesagt oder habe ich es gesagt? Ja, haben wir letztes Mal noch erforscht. Aha. Das muss schon sagen. Sönke, da möchte ich auch mal ein Bravo von dir hören. Gar nichts. Perfekt. Ich bin, glaube ich, beschäftigt. Böse nicht. Sönke? Gar nicht da. Okay, der ist gerade sehr tief. Ich habe mich die ganze Zeit gemutet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, what the fuck, was ist denn jetzt hier los? Die ganze Zeit gemutet, ey. Jawohl. Ach man, Sönke. Schade. Ja, tut mir leid. Gehen wir so an hier. Hast du die ganze Zeit was sagen wollen? Ja, das sieht doch gut aus. Das ist genau dieses hingezweckt, wie ich es mag und wie ich es liebe. Genau so muss das. Ich mache aber zwei, ne? Ja, mach ruhig. Weil ich möchte gleich die Stahlproduktion oder Metall besser gesagt. Hallo Stefan, bleib mal kurz stehen, bitte. Fahrzeugscheine und Ausweispapiere, bitte. Danke. Das waren meine Granaten, nicht mein Fahrzeug. So, ich gönn mir mal eine liebliche Fanta. Du hast so viel Granaten, Alter. Damit können wir alle Forschung machen, wie wir wollen, was Military angeht. Let's go. Kommt da überhaupt genug an? Produzieren die überhaupt alle? Nee, ansatzweise. Stahl fehlt komplett. Produzieren überhaupt? Nee. Habe ich es trotzdem gebaut? Ja. Schön. Was fehlt bei den scheiß Öfen? Oh, das Leute. So hört ihr dieses Zürschen? Ach, das Eisen geil. Ist auch. Fanta Exot. So trinkt. Ich finde Fanta Orange, also klassisch, super langweilig. Aber das ist geil. Fanta ist mega eklig. Also das normale. Kann ich gar nicht ab, Alter. Das ist halt. Das ist gefühlt einfach O-Saft mit Sprudel, so. Weiß ich nicht. Ja, das macht es nur schlimmer. Also Fanta kann ich nicht trinken, ne? Exotic habe ich auch noch nicht probiert. Ist nicht so mein Ding. Aber. Ja. Ich verstehe das nicht. Wann macht der welche Farbe? Wieso? Es macht einfach gar keinen Sinn. Stellt man das nicht ein an so einem Rädchen bei der Lampe? Weil du kannst das programmieren. Das ist kein Rädchen. Aber du kannst definitiv einstellen, welche Farbe die Lampe einstellt. Ja, da steht Farbe nutzen. Stellen Sie die Farbe der Lampe gemäß der Anleitung Farbensignal ein. Ist der Wert des Farbensignals größer als 0, leuchtet die Lampe in dieser Farbe. Ah ja, guck mal, ich sehe da zum Beispiel. Mehr Farben angegeben, wird nur eine davon genutzt. Ah, oh, okay. Also wenn ich jetzt hier sage 5. Dann macht er keinen. Oder? Aber wir brauchen noch mehr Strom, ne? Einfach mehr Dampfmaschinen oder was? Genau, das was da oben ist, nochmal mehr. Tja, haben wir nichts anderes. Oder haben wir ja gerade noch was durchkommt. Dann nein, werde das ich war... sagen. Sönke, brauchst du das hier oben? Ich würde nämlich die Dampfmaschinen halt nach links und dann noch eine Reihe höher ziehen. Sonst, ja, spiegelt die nach unten. Nach unten spiegeln? Ja, auch hier so. Ja gut, darauf wäre ich nicht gekommen irgendwie. Weiß nicht. Gut, dann mache ich das. Kopier das, da muss ich aber ein bisschen was abreißen. Ich denke, das ist fein. Stahlproduktion ein bisschen anzukurbeln. Ich brauche Rohre. Mit den roten Berzer oder was? Ja, mehr Eisen rein. Das fehlt den Hochöfen. Was, wenn ich dir sage, dass das keinen Unterschied macht? Diese bewegen sich jetzt schneller, aber es ist ja dadurch nicht mehr auf dem Band. So. Hey, wenn okay, da mehr durchkommen eine gewisse Zeit, dann ist es. Ja, aber der Input ist ja derselbe. Also hier ist ja, also, ne, selbst wenn du hier auf Rot machst. Also soweit es hier staut, dann ja. Würde ich sagen. Ja, also wenn es staut, dann ist ne, du erhöhst ja nur die Obergrenze. Aber da ist ja nicht mal die Obergrenze vom gelben Band ausgereizt. Deswegen Alter, die Disco. Jawohl.
Ich mach mal kurz HDR an, Moment. Oh Gott. HDR verwenden an, habe ich sehr lange nicht mehr angemacht.